So, hallo, da sind wir wieder bei Fable 3. Also, ob es mir glaubt oder nicht, ich schaffe es einfach nicht, diese Bücher abzuliefern. Naja, gut, wir sind jetzt hier im Minefield und da werden wir noch ein bisschen nach Schlüssel suchen. Da fehlen uns noch drei Stück. Ich bin nie erschossen worden. Wie ist das so? Soll ich den Grill holen? Jetzt wird scharf geschossen. So. Tot. Hier noch irgendwas. Da ist noch eine Tür. Da geht wahrscheinlich nichts, oder? Nein. Da geht nichts. Ey, Doggy, du gehst mir auf den Senkel mit deinem Grabungsort, ja. Mir ist scheißegal. Gehen wir erstmal hier rein. Pfeffertopfhöhle. Ich war hier zwar schon, aber wir gucken halt das nochmal an hier. Kein Plan. Kein Plan. Da oben steht ja einer. Wie viele kommen denn da noch? Halleluja. 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 Nein, Doggy, wir gehen sie nicht graben. Tut mir leid. Keine Zeit für sowas. Wir suchen Schlüssel. Schlüssel suchen. Boah, diese Fledermäuse. Gut, dann graben wir hier halt. Okay, hier ist aber nichts mehr jetzt, ne? Hier ist definitiv nichts. Nein. Okay, also. Höhle abgehakt. War für'n Arsch.
So, also. Ich weiß, hier in dem Haus oder Häuschen war ein Buch. Das haben wir geholt. Das weiß ich. Das lag hier auf dem Tisch. Das weiß ich noch. Okay, gehen wir hier mal weiter. Hier waren wir auch schon. Ich glaube, den haben wir geholt. Der war da oben in so einem Aufzug, in so einem Schacht. Der Schlüssel, wir gehen da mal hin und gucken ganz schnell. Da müsste er drin gewesen sein. Eigentlich. Ja, ja, da waren wir. Okay. Gut, den Schlüssel haben wir. Doggy, Mann, ja. Klappe. Okay. Ah ja, okay. Ein Schlüssel. Komme ich da hin? Ah, schwimmen. Okay. Ja, ist ja gut mit deinem Grabungsort. Wird ja nicht hier im Wasser sein. Ich muss hier wieder raus. So, hier ist noch eine Höhle. Feuchtwasserhöhlen. Da war ich doch bestimmt auch schon, oder? Da war ich doch bestimmt schon. Oh, Alter, was ist denn... Ah, den Schlüssel habe ich gemeint. Genau den Schlüssel habe ich gemeint. Wie komme ich da hin zum Geier? Wie komme ich da hin? Können wir irgendwie runterspringen? Den habe ich vor ewigen Zeiten schon gesucht. Hier war das also. Ich hasse Hops. Okay, also einen wissen wir, wo der dann ist. Müssen wir noch gucken, wie wir da hinkommen. Mein lieber Dad, ihr seid ein Mondkalb mit Erbsengehirn. Und eure Bücher sind Mist. Hochachtungsvoll, Arthur. Thank you.
Okay, hier hatten wir den Typ, der die Hops studieren wollte, abgeliefert. Jetzt können wir hier hin. Das ging vorher nicht. Okay, okay. Ah, Tagebuch. Dies ist das Tagebuch von Dance Maria. Ich habe sie gefunden. Ein Stamm Hops. Bisher läuft alles gut. Sie reagieren positiv auf meine freundlichen Annäherungsversuche. Sie studieren eine Art Buch und zeigen auf mich. Interessant. Jetzt sind es 2 Tage. Die Hops blättern durch ihr Buch und zeigen auf mich. Aber bislang hat keiner mich angegriffen. Einer von ihnen, ein fetter kleiner Hop mit einer Art Kochmütze, kam zu mir und stupste mich an. Aber das war auch schon alles. Der fette Hopkoch hat das Buch zugeschlagen. Ich kann jetzt den Titel sehen. Es ist eine Art Kochbuch. Okay. Bin jetzt von hier gekommen? Ja, von hier bin ich gekommen. Okay, okay. Dann. Hier ging es jetzt nicht weiter, ne? Nee, das war. Nee. Dann gehen wir mal der hintere weiter. Ich komme da doch noch zum Schlüssel. Oh Gott, Herr, diese blöden Fledermäuse. Okay, ich glaube, ich gehe erstmal da. Oh, hier sind ja immer noch Fledermäuse. Das gibt's doch nicht. Wollen wir da hinkommen? Rubin? Kommt denn der jetzt her? Ich gehe erstmal hier unten lang. Doggy, hör auf zu bellen. Aha, ein Buch. Quentin stand über die schlafende Gestalt gebeugt, das Messer fest in der Hand. Hier war die Frau, die er liebte,
Der erste Mensch, der ihm gegenüber Zuneigung gezeigt hatte. Die wundervolle Person, deren Lachen ihn zum Singen brachte. Konnte er das wirklich tun? Eine Verfehlung, die sie unter Tränen einen schrecklichen Fehler genannt hatte. Verdiente sie dafür den Tod? Er kämpfte eine gefühlte Ewigkeit mit dieser Frage. Während seine Vernunft seine Hand lähmen wollte, wusste sein Gefühl, was zu tun war. Er hob die Klinge. Sie funkelte vielversprechend im Mondlicht und verschwand, als er sie in den Körper seiner Liebsten trieb. Lass mich raten, hier ist der Grabungsort. Da ist der Schlüssel. Okay, dann fehlt uns noch einer, ne? Also hier in dem Gebiet, meine ich, fehlt uns noch einer. Okay, jetzt muss ich wieder den ganzen Weg zurück. Hier war nichts mehr, ne? Okay. Aber da hinten ist doch noch was zum Tauchen. Also ich weiß jetzt zwar, da wird nichts Gescheites drin sein, aber wir kommen hier bestimmt nicht mehr hin. Deswegen schwimmen wir da noch ganz schnell hin. Hier geht doch noch was. Hier geht doch noch was. Aha, da kommen wir auf eine andere Seite raus. Nun gut, dass ich hier nochmal geguckt habe, ja. Ich hänge mal wieder. Oh, das nervt. Okay. Ach, da ist ein Schlüssel. Gut, dass ich hier nochmal reingegangen bin. Oh mein Gott. Puh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Gibt es noch? Klappe, Jasper. Okay, hier haben wir zwar alle Schlüssel, aber ich will jetzt nochmal hier... Hier schauen. Ich weiß nicht, ob ich... Da gibt es noch wohl ein Buch in der Reaver Villa. Ich weiß nicht, ob ich das schon genommen habe. Deswegen schauen wir hier nochmal. Da müssen wir jetzt ganz kurz nochmal reingucken. Raum links, Buch befindet sich auf einem Tisch. Also ich könnte wetten, dass ich es schon habe, aber ich gucke lieber nochmal. Tisch. Hier ist ein Tisch. Kein Buch. Sonst ist hier nichts, ne? Das ist nur durchsuchen, ne? Ja. Durchsuchen interessiert nicht. Sonst ist hier nichts. Nee, okay. Alles klaro. Gut, dann abgehakt. Ah, hallo. Wie sieht's denn hier aus? Da fehlt uns noch ein Schlüssel. Oh.
war der Goldschlüssel, den Hammer. Ja, vielleicht hat sich hier noch irgendwas getan. Es ist eigentlich auch, denke ich, der letzte Schlüssel hier, ne? Dann haben wir das. Haben wir alle Schlüssel. Dann fehlen uns nur noch die Bücher. Okay, war ich da schon drin? Ich glaube nicht. Ich war nicht in der Höhle. Gab es die Höhle beim letzten Mal so überhaupt schon? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Geh mal rein. Also wenn da drin noch ein Buch liegt, dann waren wir hier noch nicht. Okay, da liegt das Buch noch. Abgeschiedene Orte eignen sich besonders gut zur Beobachtung des Nachthimmels, da es in der Umgebung nur wenige Lichtquellen gibt. Es hat jedoch auch Nachteile. Als ich mich einmal zur Beobachtung der Sterne an einem besonders abgelegenen und verlassenen Friedhof befand, war ich tief versunken in den herrlichen Anblick des Himmels. Eine Gestalt näherte sich und ich ging davon aus, es handele sich um einen weiteren Bewunderer des Kosmos. Den Schlurfgang schrieb ich seiner Verwunderung zu, das leise Stöhnen seinem Erstaunen. Ich begann, über die Sternenkonstellation zu referieren. Als der Neuankömmling nicht antwortete, senkte ich meinen Blick gerade rechtzeitig, bevor es ihm gelang, mir die Augen mit einem rostigen Spieß auszustechen, den er in seiner knöchernen Hand hielt. Ich kann wirklich von Glück sagen, dass ihm der Versuch misslang. Dennoch hat mich der Vorfall verstört. Okay. Uns fehlt hier jetzt noch ein Schlüssel. Wo könnte der sein? Wo könnte hier ein Schlüssel sein? Wie sieht es denn mit diesem Schiff da aus? Waren wir schon auf diesem Schiff? Lag dieses Schiff die ganze Zeit schon da? Ich bin ein bisschen unsicher. Nee, lag's nicht. Tag 6. Der erste Mars schien verärgert darüber, dass ich keinen Steuermann angeheuert habe. Ich betonte, dass wir ins Unbekannte segeln und ein Steuermann uns nichts nutzen würde. Er war nicht überzeugt. Tag 3. Heute sahen wir zwei Meerjungfrauen, die uns mit Gesang verzaubern wollten. Obwohl unser erster Mark behauptet, es wären zwei Schiffbrüchige gewesen. Narr! Aber ich gebe zu, dass sie ganz schön Radau gemacht haben, als wir weitersegelten. Naja, sie werden ihre Gründe gehabt haben. Tag 1. Mit frischem Wind von Achtern und Salz auf unseren Lippen setzten wir heute Morgen die Segel. Mein Herz ist von Freude erfüllt. Auf ins Unbekannte. Tag 8. Ich habe über die Worte des ersten Mars nachgedacht, dass ein Steuermann uns zwar nicht zu einem unbekannten Kontinent, aber irgendwann wieder nach Hause führen könnte. Er könnte recht haben. Tag 41. Wir sind auf ein Riff gelaufen. Das Wasser fließt schneller herein, als wir es ausschöpfen können. Der Großteil der Mannschaft hat das Schiff in Panik verlassen. Da wir sehr weit draußen sind, werden sie wohl alle ertrinken, so wie ich. Wer auch immer dies findet, sollte euch die Königin 8000 Goldstücke geben, um zur neuen Welt zu segeln, sagt... Nein, danke. Tag 29. Ich glaube, wir sind im Kreis gesegelt. Heute haben wir erneut den Meerjungfrauenfelsen passiert, aber sie waren glücklicherweise weg. Doch es lagen zwei Skelette dort. Offensichtlich Seeleute, die nicht so vorsichtig wie wir waren. Okay, es war die Dame aus Aurora, der wir Geld gegeben haben. Tag 15.
Der erste Mart beklagt sich, weil kein Sextant an Bord ist. Er sagt, er wäre nicht überrascht, wenn wir im Kreis gesegelt wären. Ich habe schon zugegeben, dass ein paar Sachen übersehen wurden. Kein Grund, noch darauf herumzureiten. Okay, ich kann ja nichts für eure Unfähigkeit. Echt nur Gold. Ich dachte, da gibt's was Besseres. Kein Schlüssel. Einmal nach außen rum. Da ist nichts. Schade. Sehr, sehr schade. Okay, gut. Ein Schlüssel fehlt uns hier noch. In Driftwood. Und dann haben wir alle Schlüssel. Das heißt, wir können uns in Ruhe den Büchern widmen. Wenn ihr irgendwo bessere Preise findet, dann überrascht es mich nicht, wenn ihr dort einkauft. Würde ich auch tun. Können wir ihn irgendwo sehen, den Schlüssel? Irgendwo hören? Was ist los? Grabungsort? Ja. Ach, Doggy. Wo könnte hier der letzte Schlüssel sein? Was ist denn jetzt schon wieder? Oh, Hund. Echt jetzt? Unsere sättigenden Speisen passen in jede Tasche. Majestät, ich bin so zufrieden mit euch. Deshalb schenke ich euch etwas. Ich gucke hier nochmal rein. Vielleicht ist ja da irgendwas. Aber eigentlich... Nee, hier ist gar nichts. Nada. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Tja. Okay, ich mache jetzt mal einen Cut und dann sehen wir mal im nächsten Part, ob wir hier den letzten Schlüssel finden und ob wir die Bücher noch abgeben können. Also bis dahin, bye bye.